Einsatz in Hexter Dorfgasexplosion am Weihnachtsmarkt in der Straße an der Steinmühle. Mindestens 10 schwerverletzte Personen. Gut, erstmal reinsetzen. Hallo Leute. So, meine Freunde. Welcome. Hallo. Christmas Special. Xmas. Wie viel Grad, Niklas? Ja, meine Maschine ist nicht gestartet. Oh no. Einen Moment. Ach, du bist Penny, Leute. Okay. Bringt mir aber nur nichts. Geht das ja schon los. Ja. Wie? Da wo? 352 nach 352 Grad. 28 nautische Meilen. 352? Ja, 352. Ja, hab ich schon drin. Ja. Seid ihr so nah an Höxter? Ja. So. Also doch lieber den Kaffee genommen, ne? Oder den 28. Und Zeiten aufschreiben, ne? Ganz, ganz wichtig. Ja, sonst zählst du nicht als Einsatz. Ach ja. Ich hab Kollegen. Ach komm, du mein Einsatz, warte mal, schreibe ich kurz auf. Hey Robin, wenn ich jetzt kein Einsatz. 38. Bein hat ein Tor gemacht. 38. 15, der bei mir auch. Gibt's gleich ein cooles, glaube ich, Leitstelle Bielefeld ganz einfach, oder? Haben wir so. Was wollen die denn da? Piers, Peter, Marco? Niklas, liest du vor? Ja, Mari. Gut. Leitstelle Bielefeld von Christoph 13 kommen. Leitstelle Bielefeld, willkommen. Der Christoph 13 ist soeben zum Einsatz nach Höxter gestartet. Ankunft in ungefähr 14 Minuten kommen. Verstanden, Christoph 3. Leitstelle Ende. Leitstelle Göttingen für den Christoph 44 kommen. Leitstelle Göttingen wird kommen. Der Christoph 44 ist zum Einsatz gestartet. Für uns Status 3 kommen. Verstanden, für die Stadt ist 3, Leitstelle Ende. Leitstelle. Hau raus. Hau raus. Wer auch immer war. Okay. Leitstelle Hannover für Christoph 4 kommen. Leitstelle Hannover, ja, kommen. Der Christoph 4 ist soeben gestartet Richtung Höxter. Status 3 für uns kommen. Verstanden, für Sie Status 3, Leitstelle Ende. Leitstelle Kassel für Christoph 7 kommen. Leitstelle Kassel wird kommen. Einsatz gestartet, Status 3 kommen. Verstanden, für Sie Status 3, Leitstelle Ende. Leitstelle Fulda von Christoph 28 kommen. Bitte wiederholen Sie Christoph 28. Leitstelle Fulda von Christoph 28 kommen. Leitstelle Fulda wird kommen. Der Christoph 28 ist zum Einsatz gestartet. Kommen. Ist verstanden. Status 3. Leitstelle Ende. Florian Wolfenbüttel von Christoph 30 kommen. Florian Wolfenbüttel, ja, kommen. Der Christoph 30 ist auch zum Einsatz nach Höxter gestartet und ebenfalls Status 3 kommen. Ist verstanden. Status 3. Florian Wolfenbüttel Ende.
Leitstelle für Tirol 1 kommen. Leitstelle, hört kommen. Tirol 1 fliegt Richtung Einsatzort, um ein bisschen abzusichern und in den Norden zu schauen. Das ist verstanden, Tirol 1. Leitstelle endet. Florian Bielefeld von Christoph 8 kommen. Florian Bielefeld, hört kommen. Vor etwa einer Minute am LZ Bielefeld zum Einsatzort gestartet. Dort etwa ein Treffen in etwa 15 Minuten kommen. Verstanden, für die Stadt 3, Florian Bielefeld endet. Und der Scheibenwischer geht ja einen auch mal ein bisschen langsam hier auf. Ja. Geist. Wieder schweigt hier schon wieder. Weil wir schlimmer sind. Was willst du groß reden? Atemlos. Oh, nee. Ich guck jetzt ein paar Bilder an. Von ein paar Bahnsteigs. Von was willst du dich da inspirieren lassen? So schöne Bilder, ja. Irgendwie ist das so langweilig. Mir gibt's was zu sehen. Fotogalerie. Ja. Gucken, wer als erstes ankommt. Ich glaube. Ja, das glaube ich auch. Wird das ein Wettrennen? Ja. Oh, was haben wir? Was ist? Er ist nur 17 Meilen entfernt. Siehst du mich schon? Nee, oder? Ich guck mal nach. Ich eigentlich auch. Du bist 26 nautische Meilen entfernt. Guck mal, Christoph 7. 19 nautische Meilen. Ja, komm immer näher. 8 Minuten. Beimal ist die ZSO da. Ja, auch mal eingeben. Vor dem GPS. Ja, GPS. Noch 10 Minuten brauche ich. Boah, knapp. Ich 14. Das ist jetzt noch der grüne Bereich. Ich meine, so ein Weihnachtsmarkt im Hellen ist noch langweilig, ne? Ja, muss ja dunkel sein, ne? Einigermaßen. Kommt ja keine Weihnachtsstimmung auf. Wenn es jetzt noch Internet mit Geruch gäbe, das wäre gut. Boah, Tanti. Was willst du als riechen? Kerosin? Nö, den Weihnachtsmarkt. Das nervt auf längerer Zeit. Du musst halt mal von außen fliegen. Da hört man ihn auch. Ach, stimmt. Ich hab einen 30 nautische Meilen. Oh, stimmt, den hört man da wirklich. Ja, voll. Ah, von außen ist der Scheiben schon voll langsam. Ja, auch von innen. Passt gar nicht so zusammen. Hä, hey, ich hab ED01. Warum als denn das? Kontrollsicht. Als Tower-Sicht. ED01 ist Hunde, ne? Hildesheim ist aber, glaube ich, nicht ED01, oder? Doch. Doch. So, ja, das ist Hildesheim. So, und ja, ED sind ja deine Szenerien, oder? ED0, ja. ED und dann halt eine Zahl dahinter, mit meiner, ja. An den hinteren Wolkenfeldern kann man den Sonnenuntergang erkennen. Rechts von uns, ne? Und es schneit nicht mehr. Also ist links hinten. Es schneit nicht mehr? Bei mir nicht mehr. Doch. Ja, bei mir auch. Er ist aufgetaut. Oh. Ja. Aufgetauter Regen. Nein, es ist die ganze Zeit die Limit-Anzeige bei mir an.
Wo ich gar nicht Limit flieg. Jetzt sehe ich noch keinen Hubschrauber. Ich sehe noch gar nichts, obwohl ich... Wahrscheinlich, weil die Wolken auch so tief sind. Ja, ich bin gerade genau so schon meinen, das entfernen und sehe keinen. Ich habe gerade eben einen Namen gesehen, aber der ist jetzt auch hinter dem Wolken. Oh, jetzt ist er auch aufgehört bei mir. Ich sehe nur Christoph 4. Yay! Ich sehe gar keinen. Jetzt aufgehört. Bei mir nicht. Ich sehe auch Christoph 4. Yay! Doch, ich sehe auch den Pirol. Aber es ist angenehmer zu fliegen, wenn es aufgehört hat. Ja, auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt auch mehr Bilder. Toll, wo ist der 28 hin? Hier. Wo? Oh. Oben. Ganz weit oben, ich sehe dich gar nicht mehr. Ich komm runter. Ich sehe dich gar nicht. Warte. Hier. War doch schnell. Ach, da hinten. Da hatte ich gerade gar nicht. So, wie lange brauche ich noch? Oh, falsche Taste. So, 6 Minuten. 5. 11 Minuten. 10 Minuten. Oder der fast. Ich hol jetzt alles aus meiner Maschine raus. Oder der Fassweiber hält sich an wie so ein Herzschlag. Ja. Schneid's bei dir noch, Frederik? Oder nicht mehr? Ja, danke schön für die Antwort. Ja, oft so man fragt und man bekommt keine Antwort. Ah, jetzt sehe ich den Santi wieder. Mit meiner Schrift. Der Santi war bei mir hinter einer fetten Wolke mit seiner Schrift. Aber die Wolken sehen ganz gut aus. Vor allem, wenn der Sonnenuntergang noch ist von rechts, dann. Ah, auf meinem noch besser Ding sehe ich so in den Einsatz oder den Kreis. Ich sehe den Pirol. Ah, dahinter kommt rechts von mir kommt schon die Idee. Da hinten sehe ich den Christoph 44. Jetzt ich sehe glaube ich schon den Qualm, der da hoch. Ja. Das ist aber ein Atomkraftwerk. Ja schon. Seht auch schon irgendwas blinken. Ah, jetzt ist mein Fast Wiper fertig. Nach einer extra Runde. Immerhin kein Schnee mehr da ist, brauche ich auch keinen Scheibenwischer. Ach so, da hat sich jetzt meine Frage erledigt. Ja. Bei mir ist immer noch Schnee und ich lande jetzt gleich schon fast am Einsatzort. Bei mir ist auch noch Schnee. Ich bin schon fast am Einsatzort, deswegen. Da fliegt ihr wahrscheinlich in höheren Regionen. Ich filme jetzt den Christoph 44, wo der im Landeanflug ist. Weg 1100 Fuß. Kannst du gleich weiter aufnehmen, weil da kommen gleich viele. Ja, daher. Kommen jetzt alle. Aber er ist als erstes, da kommt das jetzt erst an. Ja. Ich bin in 2 Minuten da. Ich bin in 4 Minuten da. Also, das ist kein großer Abstand zwischen 44 und mir. Dann kommt irgendwann der 28, dann der 13 und der... Ich brauch noch 5. Noch 1, ich hab noch 5. Ich brauch auch 5 nautische Meilen, eine Minute. Ich brauch noch 6 Minuten. Ah, jetzt hat der Regen bei mir aufgehört. Das ist Schnee, kein Regen. Ach ja, sieht aus wie Regen. Nein. So. Nee, hallo, wir sind jetzt. Jetzt ist es bei mir aber nebelig. Nee. Ja! Nein, doch nicht im Winter, also. Ja, was ich auch mal hätte gucken können, es gibt ist Regen. Von Chiefers, die das, wo man auch aufnehmen kann. Über die Grafikkarte irgendwie, das hätte ich eigentlich auch mal probieren können. Wie immer noch kein. Ich sehe den, hab ich gerade gesehen. Finn. Da hinten sehe ich einen Christoph 44. What the fuck?
Der ist von mir, ist der, warte, 27,6 nautische Meilen entfernt. Von mir 2,5. Ihr braucht noch etwas, heißt das. Vielleicht habe ich die Schrift aus. Ich habe es eigentlich schon immer angemacht. Ich habe die gerade eben gesehen. Nee, sehe immer noch nicht. Wie macht man das nochmal? Mit Shift K, ne? Steuerung und Schalt L. Genau. Mit Alt F4 bitte. Ah, da hinten sehe ich Schrift. Schrift auf 44. Die ist nochmal deine Kennung. Kann machen. Und jetzt hat es wieder angefangen kurz so zu regnen. Was? Ist deine Kennung? Meine Kennung ist Delta Hotel Zulu Sierra Oscar. Müssten wir eigentlich schon was sehen, oder? Von der Einsatzstelle 3 Minuten vorher. Oder sehen wir es erst kurz vorher? Weiß ich jetzt sehe ich alle, also ungefähr so 6 Meilen vorher. Beim zweiten Einsatz? Da man schon bei. Sieht jetzt gerade ziemlich schön aus, beim Christopher 40. Tankstelle liegt gepantert. Bad Kreuznach, ja. Bad Kreuznach, genau. Ah, Henrik ist erster offizieller Einsatz. Und letzter. Oh, jetzt fängt sie wieder an zu schießen. Nein. Und ja, auch. Da kommt auch der Christoph 7. Der ja? 44 hat nicht gefunkt. Also raus. Ich hab nichts gehört. Leitstelle Göttingen. Für den Christoph 44, kommen. Leitstelle Göttingen, hört kommen. Wir sind im Anflug auf die Einsatzstelle für uns Status. Wir kommen. Verstanden, wie Status hier. Leitstelle Ende. Niklas, was setzt sich hin, Alter? Ah, jetzt kommt noch die Julia angeflogen. Hm? Wir sind alle so hier, meine. Für Christoph 7 kommen. Letzte Kassel, ja, kommen. Setzen Sie ihm am Einsatzort zur Landung. Status 4 für uns kommen. Verstanden Sie sich Status 4, Letzte Ende. Niklas, hier ist der Polizeiwagen. Florian. Der Leitstelle Fulda von Christoph 28 kommen. Leitstelle Fulda, hört kommen. Der 28 hat die Einsatzstelle erreicht und geht zur Landung über. Status 4 kommen. Stand für die Status 4, Leitstelle Ende. Ich hab den die ganze Zeit gesucht. Der 28 ist das Hanti, ich dachte, es wäre Julian. Nee, Julian sehe ich noch nicht. Hanti guckt hier rum. Eine 3. Ne, der Christoph 7 wäre fast auf dem Polizeiauto gelandet. Ja, ich bin relativ dicht dran gelandet. Der Niklas ist am Polizeiauto vorbeigeflogen. Ja, ein Held. Wer? Der Niklas ist so in die Einsatzstelle und fliegt so tausendmal rum, schwebt dann über dem Polizeiauto und fliegt weg. Das freut nur die Ölindustrie. Da ist mehr Kerosin. Da oben kommt ein Christoph 28. Ach so rum steht ihr. Damit mit der Nase zur Motorhaube. Ui, da kommt ein 28 vorbeigeflogen. Oh, ich sehe ihn jetzt also hier oder was? Ich hoffe, es klotzt jetzt keiner. Na doch, 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 doch. Da kommt der Finn. Macht nur nervös. Boah, Niklas, du hast dich aber nah an mich dran gesetzt. Leichtstelle Bielefeld von Christoph 13 kommen. Leichtstelle Bielefeld, hört, komm mal. Der Christoph 13 hat soeben den Einsatzort erreicht und wird in Kürze zur Landung gehen. Und Status 4 kommen. Verstanden, für sich Status 4. Leichtstelle Bielefeld, Ende. Nein. Das ist auch ein Licht von Frederik. Nein! Was? Abgestürzt, oder was? Sekunde. Ja. Leute, da kommt nach. Bumm. Da ist er wieder. Da, ich bin wieder da. Also bei mir ging die eben in den Keller bis 4,8, dann war aber Zappe. Das sah geil aus gerade bei dir, Niklas. Ich weiß. Also, ich hab gerade im Moment Bilder von 10, bin ich ganz zufrieden. Oh, so lustig. Gestern hatte ich ein Bild bei so einer Menge Fliegen. Bayern führt schon 2-0. Ja, schon mal drauf. Was steht denn da in der Luft? Das ist Frederik. Ich stell mich einfach da hin. Stell dich drunter, brennenden Kuchen. Ja, genau. Dann guck mal auf mich, ich stehe fast über dem Polizeiauto mit meiner Nase. Ja, ganz schön dicht dran. Ja, hast du ein bisschen verschätzt, oder?
Ja, ich wäre fast auf dem Polizeiauto gelandet. Ich bin mal gespannt, dass wie auf YouTube. Niklas, nicht unbedingt unter Frederik. Oh. Ich bin ja da runter. Wie willst du denn dann abheben, wenn Frederik da stehen bleibt? Er ist super gemacht. Warte, bleib mal stehen. Dafür muss ich ein Foto machen. Warte, was ist das? Der rausfährt, ne? So, jetzt. Ich würde jetzt das B-Board sagen. Okay, jetzt kannst du versuchen rauszufliegen. Oh. Ja, genau, durch den Hof. Toll, Applaus. Da oben kommt der Symbol 1. Wir brauchen nochmal zwei Rettungshubschrauber. Also, finde ich, würde ja jetzt das B-Board sagen. Diese BMI. Oh, Mann. B-Board. Der Niklas S. Oh. Ja. Ah, ich sehe sie jetzt näher. Du hast bei mir die Prüfung gemacht, gell? Ja, das ist korrekt. So, wer kommt jetzt da hinten angeflogen mit dem Licht? Der Julian. Aus der Richtung? Mhm. Nein, nicht das Licht da vorne. Von Christoph 30 kommen. Der Christoph 30 auch am Landeanflug auf die Einsatzstelle kommen. Verstanden, für mich starte hier. Letzte Ende. Oh, jetzt kommt auch noch so ein 28 von da angegeiert. Ey, ihr wisst gerade, ich hab meine Hände gerade gar nicht am Joystick. Ja, der fliegt gerade von selber. Sieht man. Joystick. Ja, der fliegt gleich hin. Ja, leicht, ne? Florian Fulda von Christoph 28 kommen. Florian Fulda, hört man. Der 28 hatte technische Probleme, ist aber jetzt wieder am Einsatzort. Kommen. Das ist verstanden, Florian Fulda Ende. Er wurde zurückgebeamt. Ich würde jetzt ein geiles Bild. Ja, es ruckelt. Landung. Ja, ich weiß, es ruckelt. Scheiße. Bleib da. Also ich würde ja jetzt ein schönes Bild machen, wäre Frederik nicht in der Luft. Ja. Frederik ist bei mir in der Luft. Kann ich ein Bild machen? Ich bin gerade dabei, ich mache ganz viele Bilder. Jeder ist bei dem in der Luft. Er ist an der Christoph da. Du machst bestimmt zu 30 Bilder pro Sekunde. Zig. Bin ich. Wer? Weiß ich? Ja, du bist in der Luft. So, ich komme jetzt auch gerade angegeiert. Immer diese Adiazien. Hinter wen? Hinter dem Christoph 4 lande ich. Oh, pass auf. Ist ey, das ist eine Kirsche. Kirsche. Mary X mit. Lol, immer wenn ich lande, habe ich sehr wenige Bilder pro Sekunde, aber jetzt läuft alles hier wie geschmiert. Ui. Ja, aber ging die Landung da hinten, vom 30. Ja, ja. War nicht die beste, ja. Aber es ging. Ich fand's nicht gut. Julian, hast du jetzt Platz für mich gemacht, oder? Nö, du darfst schön hinter mich. Zwischen dir und dem Bus, oder was? Ja, da ist ja noch genug Platz. Ach, ja, passt. Oh, der Julian voll weit hinten, alle so dicht aneinander und dann kommt Julian und lässt den Platz. Aber ich glaube, bei Frederik liegt das wirklich an den Einstellungen, oder? Ja. Dass sie etwas niedrig sind. Gut vorstellen. Hätten wir da so auf 50% stellen müssen. Gut, ich setz mal noch ein Stückchen nach vorne. Können wir dann ausprobieren, damit das alles gut passt. Ja, Julian, passt das? Nicht rein. Das nicht? Passt da nicht. Nein! Da passt ich ja, du willst in meine Rotoren reinknallen. Stimmt. Ui. Wow. Jetzt hebt ihr beide wieder ab, oder was? Ja, weil ich ein Stück nach vorne setze, weil ja der Niklas gemeckert hat. Ja, hallo? Wenn das Niklas meckert, aber, dann, ja, dann fliegt wieder zurück. Nein. Oh nein. So, jetzt ist bei mir gerade alles schwarz geworden. Wow. Du wolltest es nicht sagen. Was für eine Kennung hat nochmal das Krankenhaus jetzt von uns? H056 müsste es sein. H06. So, Umkreis. Ist nah. Ist Richtung Wolfenbüttel. Da oben, nochmal. Büro liegt da oben. Und deshalb kommt angeflogen. Boah, so weit weg, das ist hinter Wolfenbüttel. Ihr könnt mich doch nicht sehen, oder? Hinter. Ober. Das ist 500 Meilen. Weil ich laufe die ganze Zeit zwischen den Hubschraubern rum und mache Bilder. Wenn das sind 45 nautische Meilen. Dick, oder? Das ist peine.
Dann dürfen wir wieder zurück zum Krankenhaus. Julian hat den kürzesten Weg. Ja. Was? Julian hat dann den kürzesten Weg. What the fuck, ich seh den Nanda. Weiß, ich hab den allerkürzesten Weg zurück. Ja, du Glücklicher. Fangi sieht was in dir. Warum mein Hinweg hat länger gedauert dafür? Ja. So, jetzt gehe ich erstmal in die Kirche beten, dass der Sandy mir nicht meinen Hubschrauber kaputt gemacht hat. Ja, das ist hier und dass ich wieder schön zurückfliegen kann. Ich glaube, wir fliegen ja noch in der Formation wieder zurück, oder? Das erste weg, dein zweite, der dritte. So. Kann man so machen. Aber Finn, du hast nicht meine Landung gefilmt, oder? Nein. Deine? Nein. Ich glaube, du hast deine gefilmt. Doch, habe ich. Ja, habe ich. Oh, mach mir keine Angst. Hast du die von jedem gefilmt? Die hinter mir waren. Also jetzt von Niklas und von Niklas. Von den beiden nicht. Die von Niklas und Niklas. Ja, also ich habe die Landung von jedem gefilmt. Außer von Robin, der fliegt noch. Ja. Und auch die von Santi, wie er den einfach Schubert nimmt. Hä? Ein Jahr kann ich mich nicht mehr auf YouTube verwirren. Oder wer war das? Wer ist das da hinten? Hey, wo ist die Gleise? Wer ist denn Christoph 28? Ich. Super. Ich kann meine eigene Schrift hier im Plain G nicht mehr erkennen. Autsch. Mein Zeh gestoßen. Das ist okay. Ja, wir haben gerade eine Ruckle hier. Ey, das Polizeiamt hat bei mir gerade Licht angemacht. Ja, deswegen. Weil jetzt alle Lichter angegangen sind. Geil, ist das denn? Polizeiauto hat schon bei mir Licht angemacht. Lichthupe. Ja. Ja, Lichthupe tut mich an, weil ich so dicht vor dem stehe. Ich bin schlafen. Falsch geparkt. Weil ich denke, weil ich jetzt auch gleich wieder abgeben darf. Wo das ist, weil Niklas passt drauf. Ja, ich hab über den U-Bot gehavert. Das sind... Gehavert, genau. Gehavert, ich hab gehavert. Ja, könnt ihr mal alle die Tür öffnen? Haben wir? Können wir, ja, bitte. Ich hab meinen Heckhaken unten. Mach jetzt mal ein geiles Foto. Ich klau jetzt was aus Santis Tür. Hab ich zwar auch alles gleich drin, aber egal, ich will noch einen zweiten Atlas. So, Tür noch. Zack. Machen. Das sieht ja komisch aus, Alter. Jetzt sehen wir schon mit Hellas. Hellas? Hellas. Schnell's ab. Nee, dann hat meine Maschine aber keine Hellas mehr. Außer DRF. DRF, Hellas, Nikas, Cablecutter. Normal. No skin. Das bin was doch ich so klein diese Maschine. Oh, jetzt kommt Robin. Wo? Zieht durch alle Maschinen durch. Bom. Wo kommt der? Da oben. Von unten. An mir ist er schon vorbei. Mir noch nicht. Das Problem, bei mir ist er schon vorbei. So, jetzt bei mir aber auch. Und er kommt zu mir. Er kommt zu mir. Er bleibt stehen. Er kommt bei Frederik vorbei, um ihn runterzudrücken. Ja. Naja, ich starte mal mein Ding hier. Ich laufe gerade der Dreck her. In meine Kabine, toll. Darf er aber jetzt kurz in den Hubschrauber. Warum kann ich keine Fotos machen? V-drücken. Hä? V-drücken. Ja, drück ich, aber dann steht da nur Tower Cam 1. Ja, dann, ja, du bist gerade dann auf FS Recorder. Mhm. Musst zuvor die Einstellungen umändern. Weil V ist irgendwie Perspektive wechseln bei FS Recorder. Leben ist hart, ne? Kann ich die jetzt... Ah, Setting? Nee. Leben ist hart.
Ich habe in Dateibrowser von der Aufnahme ein Bild reingeschickt. Könnt ihr euch mal angucken, wie es bei mir aussieht? Ja, es passt auch schon. Bei mir ist nur der Einzige, der sichtbar ist. Genau. Ja. Wenn ich irgendwas an der Einstellung mache, ist Bett von 16 weg. Muss ich halt ein Foto mit der Drucktaste machen. Das ist da hinten ein LKW? Ja, das sind viele LKW. So entsteht dann. Wer ist denn das da? Robin will das der Feuer ausmachen. Dahinten, Feuer macht. Ja. Auf dem Helikopter. Ja. Und das abstürzt. Wow. Das soll die das soll ein Rettungsmittel sein. Was abstürzt. Holzhütten brennen gut. Dass mein Sinks genau heute flüssig läuft. Kann ja mal bitte vor dem Auto. Niklas? Was? In welches Krankenhaus fliegen wir? Einer. Ach, fliegen wir alle dahin? Ja. Ja. Ach ja, dann brauche ich kein GPS. Wie weit weg ist es von hier? Was meinst du, 40 oder so, ne? Wohin? Wie weit, ja, 45 nautische Meilen. Okay, weil ich wollte da hinterherlaufen. Ja, dann geh schon mal los. Renn. Leon rennt. Wie heißt der eine Film da, wo man oben rennt? Forrest Gump. Nein. Forrest Leon. Oh, Robin ist aber auch leicht im Boden, ne? Ja, nee, das ist ja bei mir auch in der Luft. So zur Hälfte in der Luft, ne? Leitstelle Kassel von Christoph 7 kommen. Leitstelle Kassel, ja, kommen. Der Christoph 7 mit einer Anmeldung fürs Klinikum Peine. Eine männliche Person, 25 Verbrennungen dritten Grades, intubiert und beatmet, kommen. Männliche Person, 25 Jahre, Verbrennung dritten Grades, intubiert und beatmet. Anmeldungen werden an Krankenhaus weitergegeben. Der Stelle endet. Jetzt leidet eine Bufo an mir vorbei. Wie auf Schienen. Der einzige Hubschrauber, den ich sehe. Ah, Hilfe. Achtung, ich starte mal. Kannst ja aufnehmen, Finn. Hm? Leitstelle Bielefeld von Christoph 13 kommen. Leitstelle Bielefeld. Hört kommen. Der Christoph 13 mit einer Anmeldung für das Klinikum Peine. Person männlich, 37 Jahre. Verbrennung ersten und zweiten Grades. Sowie Schnittverletzungen am gesamten Körper. Intubiert und beatmet kommen. Person 37 Jahre. Verbrennung dritten Grades mit Schnittverletzungen. Intubiert und beatmet. Anmeldung werden an Krankenhaus weitergeleitet. Ich würde vorher vielleicht nochmal fragen, ob es richtig war. Also das ist glaube ich gesagt Person 35, Person war 37. Aber egal. Leitstelle Göttingen für den Christoph 44 kommen. Leitstelle Göttingen, ja, kommen. Eine Anmeldung für das MHH. Klinikum Heine. Klinikum Heine. Männlich, 16 Jahre alt, Verbrennungen dritten Grades, intubiert und beatmet, kommen. Person 16 Jahre alt, Verbrennung dritten Grades, intubiert und beatmet, kommen. Das ist richtig. Informationen werden weitergegeben, Leitstelle Ende. Ich versuche jetzt hinterher zu laufen, hinter dem Christoph 7. Flieg 140. Ah, nee.
hier gerade alle gleichzeitig starten. Niklas, du fliegst aber ein bisschen tief, gell? Ja, ich will nicht, dass es regnet. Oder schneit. Ich sehe hier so oder so. Es aber in tieferen Regionen eher sein wie höher. Außerdem sehe ich hier so oder so nichts, weil es schon dunkel ist. Mach die Augen auf. Mach dein Licht auf. Augen auf im Luftverkehr. Weiß mal meine Innenraumbeleuchtung an. Wir haben Wind aus der Richtung. Gar nicht. 3 zu 0 mit 0 Knoten. Ja, genau. Und das QMH ist 29.92. 1-1-3. Was? 29. Ah, das ist ja der nette QNH. Der QNH ist aber nicht bei mir 10-13. Ja, 1013, das ist normal. Ja. Genau. Ja, das 2929, das ist der Höhenlinge, etwa. Wie sagt man das für? Was? Altimeter? Variometer? Ja, ja, Altimeter. Altimeter. Was denn? Ich krieg sonst keinen anderen Wert für den QNH. Wie der Robin da oben steht. 2992 ist, 1013 QNH. Es ist weit. Und in Deutschland bzw. Europa ist QNH. Höhenmesser ist nur in Amerika, glaube ich. In Russland oder so. 20 Minuten Flugzeit. Was war es? H056? Ja. Leicht Hannover für Christoph 4 kommen. Leicht Hannover wird kommen. Eine Anmeldung für Klinikum Peine für einen Patienten, weiblich, 12, mit Schwerstverbrennung im dritten Grades, intubierten Bart mitkommen. Weibliche Person, 12 Jahre, Verbrennung im dritten Grades, intubiert beatmet, kommen. Ja, das ist richtig. Status 7 für uns. Kommen. Anmeldung wird weitergehen. Für die Status 7. Leerstelle. Ende. Boah, Alter, ist das hier dunkel. Mach's Licht an. Hab ich ja. Hier ist es dunkel und neblig. Ich mach das Licht im Cockpit wirklich an, wenn's eigentlich fast Raum dunkel ist. Also ich hab... Wenn's Nacht ist. Ich hab, wie heißt es, die... Momentenradbeleuchtung angemacht. Habe ich gar Florian nicht. Florian Wolfenbüttel von Christoph 30 kommen. Florian Wolfenbüttel, ja? Der Christoph 30 startet zur Klinikum Peine mit Person, Patientin weiblich, 44 Jahre, Verbrennung zweiten Grades, intubiert, beatmet. Kommen. Ist verstanden. Weibliche Person, 44 Jahre, Verbrennung dritten Grades, intubiert und beatmet. Kommen. Anmeldung wird im Krankenhaus weitergehen. Letzte Ende. Bei mir gibt's einen Flughafen jetzt hier, der gleich kommt. Da ist ITH Wiesen. Also ist das ein Flughafen für ITHs? Bestimmt nicht. Julian, hast du gerade nicht gesagt zweiten Grades? Ja. Jemand meinte dritten Grades. Bei mir ist dritten Grades angekommen. Florian Bielefeld von Christoph 8 kommen. Florian Bielefeld, willkommen. Bisher mein Einsatzort mit Patienten gestartet. Ziel ist das Klinikum in Peine. Wir bilden dort eine Anmeldung. Person weiblich 16 mit Inhalationstrauma dubiert und beatmet kommen. Verstanden, weibliche Person 16 Jahre. Mit intubiert und beatmet kommen. So richtig kommen. Anmeldung wird nach Krankenhaus weitergehen. Leitstelle Ende. Leitstelle Fulda von Christoph 28 kommen. Leitstelle Fulda wird kommen. Eine Anmeldung für das Klinikum Peine mit einer männlichen Person, 24 Jahre, Verbrennung zweiten Grades und starker Rauchvergiftung,
intubiert und beatmet kommen. Verstanden, männliche Person, 24 Jahre, Verbrennung zweiten Grades, mit einer Rauchvergiftung, intubiert und beatmet kommen. Ja, so ist richtig, kommen. Anmeldung wird weitergegeben am Krankenhaus. Lächeln endet. Wieso willst du mal die Maschine zu trimmen? Ach du Scheiße, hör auf, Finn. Lass die Experimente sein. Das ist ja was mit Patienten. Wie trimm ich für die jetzt? Den Pfeiltasten. Stimmt. Wie heißt das Krankenhaus? Also wie ist der Code dafür? Der Code. A056. Ja. Der Code. Der Ivaro. Ja. Fängt wieder an zu schneiden bei mir. Bei mir nicht. Noch nicht. Ach, ja, das können wir aus dem Display lassen. Den Code? Der kommt ja aufs Klo. So. Wenn ihr euch noch nicht mal beim Let's Play benehmen, das denkt dann, das sieht die ganze Welt auch, wenn sie die da verstinkt an. Könnte die ganze Welt sehen, so was man genau. Atemlos. Glaub, vielleicht ein Haarländer. Oder wer es verstehen will. Drei bestimmt. Müssen wir mal eine englische Version machen. Hallo. Danke. Cape ja. From the Closet. Was heißt Lächeln überhaupt auf Englisch? Ja, da fängt schon an. Nein, es hält dann. Oh. Bei Status und so ein Kack. Sag mal, Hendrik, mit dem habe ich Französisch gefunkt. Oder wir sprechen Denglisch. Denglisch. Ja, sie mischen Deutsch-Englisch. Spanisch. Computer. Komute 29. Computer. Ach, Computer. Papa Ute. Komute. Dann muss ich ja noch nach Lünen, ne? Oh, jetzt habe ich meinen Hubschrauber so gut ausgetrimmt. Da muss ich mich jetzt mal selber loben. Könnte ich mir eigentlich ein Käffchen machen. Eigenlob stinkt. Oh, ich lehne mich so schön zurück. Ja, ich muss immer nur mit einmal nach oben, einmal nach unten mit den Pfeiltasten. Dann ausgleichen. So, das Licht. Ich bin Parapilot, ich fliege nicht mit Autopilot. Ich auch nicht. Ich fliege mit Trimmung. Ja, ist doch auch fast Autopilot. Nein. Oh, immer diese Zeit besser wisse. Aber ja, ganz knapp über den Berg. Eigentlich kein bisschen dunkler bei mir mehr. So ist zu geplayt. So sieht's gerade aus. Oh. Mit einer ADAC flieg ich durch die Nacht. Flieg mit einer BMW. Oh, oh, oh. Aber wie sollen wir gleich noch die Einsätze weiterfliegen, wenn es dunkel ist? Ah, geht schon. Geht schon. Oh, der Berg ist nett. Der Berg ist, hängt sehr hoch. Der Berg hängt hoch, ja. Will jemand einen Weihnachtsbaum haben? Ja. Ja, ja, gerne. Kriegst genau. Du, wir haben noch keinen an der Station. Haben ihn eingebaut. Mist eingepackt auf die Kufen. Leitsteller, achso, du gehst wahrscheinlich gleich nach Peine, oder? Egal, es geht weiter. Ich hab Pläne zu wem von Hilliger. Ich werde in 9 Minuten dort sein. 9? In 11. Ja, in 11. Ein Helipack ist installiert, aber irgendwie nicht drin. Ich habe keine gesucht, aber ich finde sie nicht. Ich bin beim Startrick. Kurz an der Kirche vorbei. Kirche? Ausgeparkt. Ich hätte ausparken können, ich stand zwischen einem Auto und einem Hubschrauber. Ich hab die cleverste Art genommen, ich bin nach oben gegangen. Und jetzt den Abschleppdienst gerufen. Ja. Den Techniker. Der ADAC war ja da. Der Techniker. ADAC schleppt ADAC ab. Der Baby. Nur wer schleppt wen ab? ADAC ja. DRF. Haben die das? Wäre doch mal eine Idee für eine neue Sozialplattform. Wer schleppt wen ab?
Deutschland sich selbst. Julian, viel Spaß beim Selbst. Wenn das AG hört, ne? Lässt uns sofort das Video sperren. Okay, mein Name ist Piep, 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 Piep. Ey, ich bin gleich da. Hallo, Angie. Wenn man eine Szenerie, wenn du was von mir willst. Boah! Wenn man eine Szenerie hat... Bist du lesbisch? Ich will dein Steuergeld. Wenn man eine Szenerie hat, wie kann man die ins Spiel integrieren? Muss man Rechtsklick darauf, oder? Wo, was, wo? Wo? Ja, bei Szenerie-Bibliothek. Verzeichnis auswählen. Und dann musst du... Wenn du es jetzt auswählen willst, dann warte. Mehrmals einfach raufdrücken und dann, hat mir Robin den Trick gezeigt, einfach auf das Weiße irgendwo raufgehen. Da geht er auch rein. Mehrmals auf Szenerie. Warte mal, du musst das Helipad ja auswählen, dann. Ja. Es sind drei verschiedene da insgesamt. Ja, das alles sind schon drin, außer Helipad. Genau, dann gehst du darauf. Und wenn du das okay geöffnet hast, dann irgendwann geht's ja nicht weiter und dann drückst du einfach ein paar Mal OK. Gemacht? Ja, nichts passiert. Und dann drück einfach mal irgendwo da, wo was Weißes ist. Einfach irgendwo raufdrücken, da wo nichts ist. Ist jetzt drin? Nein. Nicht? Nee, der ist halt muss Team wieder ran. Ja, jetzt nicht. Robin, Polizei hilft immer, der ADAC. Oder ruft ein Techniker. Weil ich hab das Helipack ausgewählt. Das kann ich entweder OK anwählen oder ich kann es da drauf drücken. Ja, dann drück mal weiter drauf. Jetzt kommt Szenerie und Textur. Aha, da, jetzt drück mal OK. Okay. Und dann drücken wir auf das Weiße rauf. Ah, jetzt ist es drin. Gut. Das war ja einfach. Jetzt kann Nein, ich ganz schnell meine Landung doch noch. Seid ihr schon gelandet? Nein, ja. Sechs Minuten noch. Gut, ich muss mich ganz schnell hinstellen und die Landung filmen. Oder Videos machen, Bilder. 2-0 steht's für Bayern. So 20 Bilder circa pro Sekunde ist auch sehr mit deinem Finger. Christoph 8. Auf legalem Wege oder? Ja. Nicht Overtalk. Ganz normal. Achtung, die Polizei ist hinter dir. Die Bundespolizei kann mich ja ruhig mal blitzen. Mal gucken, ob sie was erwischt. Ob sie das Kennzeichen trifft. Ja, nur den Strafzettel. Den stellen sie mir nicht mehr zu. Wenn die Maschine rechtzeitig wechselt, dann nicht. Gleich auf eine Höhe mit dem Christoph 8. Dann, wenn du neben ihm bist, musst du absinken und Gas geben. Bayern führt mit 2-0. Ich lieg mit 130 Knoten. Was für eine neue Scheiße. Gegen wen? Gegen Casablanca. Irgendwas. Graju, Jiga. Kasha Casablanca. Caillou? Wie findet ihr das Freistoß-Spray? Das finde ich viel. Ja, das ist einfach. Freistoß-Spray. Da. Das ist für die Schiedsrichter, da, wenn die Mauern gesetzt haben, machen die so Art Rasierschaum auf die Straßen. Damit der dann halt sieht, wenn er sich umdreht, stellt sich die Mauer ja meistens so ein bisschen nach vorne. Ja. Mit der halt sieht, ob die sich nach vorne gestellt hat oder nicht. So. Ja, das wird auch Blau bei der WM geworden. Jetzt wird's auch bei der WM eingesetzt. Oh nee. Das ist doch. Bin ich auf einer Höhe mit dem Christoph 8. Guck mal nach links, Christoph 8. Keine Zeit. Der Christoph 30 wird nicht beachtet. Gut, dann zieh ich halt vorbei. Dann tschüss. Dann werden wir so ein Lachen schon sehen. Jol 1 gibt aber Gas. Boah, was seid ihr denn für Lappen und hängt da hinten so zusammen rum? Ey, wer ist das da unten? Man kommt auch mit 150 ans Ziel. Ja, ich muss ganz schnell sein. Kekse, ne? Hinterleben. Ja, ach so. Auch und hinterleben. Kekse. Außerdem fliege ich nach Sicht.
Nee, der überholt mich jetzt, ja. In die Küche und dann rach ich schon sowas komisches und auf einmal meine Mutter Fix, so aber sehr schief. Oh nein, jetzt kann ich wieder regnen. Nein, regnen. Ich überlege, ob ich mal ganz kurz runtergehen soll. Und dann? Also ganz schnell flitzen. Was so? Ihr was zu essen holen. Dann legt er sich auf der Treppe hin. Und dann fliegt er einfach vorbei. Kommt er wieder an den Rechner, so ist er in Afrika gelandet. Oder wird mit Konnichiwa begrüßt. Ja. Ist direkt so von zwei F-18 abgefangen. Ja, gut. Ja. Du kommst auf einmal so eine Plastikkrankenhaus raus. Playmobil. Ja. Wer hat deine Nachricht bekommen? Ich! Yeah, ich bin Fame! Wie der sich darüber freut! Runter, komm runter, Plättchen backen! Der war gut, Niklas! Warum macht ihr denn noch um 21 um 9:30 Plättchen? Der Rab baut Kerzen auf. Der fliegt die Lima. Hallo, wer fliegt eine BMI mit dem Kennzeichen Lima hinten dran? 13. In 13 fliegt es ja das so. Ich? Wieso? Du überholst fast in 44. Super. Aber ich lande gleich in 2. Und wer ist der Letzte? Ich. Der macht die Tür bitte zu am Einsatzort. Der Wolfenpüttel, der hat jetzt schön Gas gegeben. Und wer löscht jetzt eigentlich das Feuer dort hinten? Feuerwehr. Ich flieg nochmal zurück. Die kack Feuerwehr. Stellt mal vor, Hendrik kommt dorthin und pupt. Oh. Nee, ich. Da gibt's mehr wie eine Gasexplosion. Da muss aber ja, ein komm nochmal dahin. Müssen wir alle nochmal der zurück. Niklas und ich. Und dann da kommt ja noch Methan noch hinzu. Dann sagen wir nach dem Finn Bescheid. Wir haben gepumpt, genau. Kannst du uns abholen, wir haben Verbrennung. Folgeeinsatz. Ja. Oh, Finn, hey, Julian, wir haben hier ein Problem. Ey, wenn ich jetzt einen Folgeeinsatz bekomme, das wäre nicht der. Du bist in einer Minute da, oder? Ich bin in einer Minute da. Ja. Ich sehe hier nichts, weil hier alles so scheiß dunkel ist. Mach die Augen auf. Was hab's gefunden? Der Christoph 13 möge doch mal aus seinem rechten Fenster gucken. Oh. Hallo jetzt, Kollege. Jetzt kriegt der Mief, sag ich schon. Jetzt kriegt der Mief von der Polizei. Sag ich schon, jetzt kriegt der Mief. Die duellieren sich jetzt mit den Waffen. Was? Die duellieren sich jetzt mit den Knarren. Ja, wie so mit Wasserpistolen. Oder so mit den Kunststoffdingern, wo so dieses rote Web-Ding dran ist. Wisst ihr, was ich meine? Nee, ne? Ja. Nein. Das sind doch so Pfeile. Ach, die müssen erst abzappern, damit die gut klappen. Ja, genau. So gegenseitig an die Scheiben so. Genau. Ja. Oder hier mit so einer Nerf oder wie die Viecher da heißen. Ja, Nerf. No. Land sein. Also ich suche jetzt mal den Landeplatz. Du mal einen Landeplatz. Wow, du gehst ja ganz schön steil hoch, hä? Ich versuche abzubremsen. Guck mal hinter mich, damit ich einen Drittel nicht sehe. Dann abbremsen wir erst Pitch-Runde. Neben mir sind schon. Links neben mir sind drei verschiedene. Was willst du mit einer Pitch? Engstem Raum. Niklas, wie schnell fliegst du? Ja. 70.000 Kammer. 160. Boah, shit. Der will ein bisschen seine Lizenz verlieren, oder? Fliegt einfach mal Limit ein. Erste oder Superlandung. Nicht sowas. Deswegen überholt er mich. Ich dachte, von Christoph 7 kommen. Letzte Kasse, ja, kommen. Am Krankenhaus gelandet, Status 8 für uns kommen. Ich verstanden nicht, Status 8. Letzte Länder. Dass sie so weit funkt, hätte ich nie gedacht. Tja. Also hier auf dem auf dem Landeplatz vom Krankenhaus ist kein Platz mehr. Achso. Hast du dich so blöd mit dir raufgestellt? Nee, eigentlich an der Seite stehst du ja. Ich stehe an der Seite. Einer, passt nicht noch einer rauf? Nein.
Das Ding ist so klein. Aber da ist ja viel Platz daneben und so. Ja. In Karlsbrunn hat einer mal der Pilot von Chris Risken gefragt, wie was das Pitot-Rohr da ist. Das Idiotenrohr. Reinblasen. Nein, hat nur der Pilot gemeldet. Damit kann ich dich abschießen. Ja. Oder einfach mal ranfassen und dann gleich. Aua, aua. Ja. Au, au, au. Da können Sie mich ins Krankenhaus fliegen. Vom Helipad auf. Nee, ich war da schon. Das kommt mir so bekannt vor. Oh, ich bin ja auch schon gleich da, oder? Der kommt da, der 44. Ey, haben wir da nicht mal das Rennen gemacht? Ich und Finn, wo wir mit dem Hubschrauber verfolgt sind. Fange spielen oder so war das, glaube ich. Ja, mit das Patienten fangen spielen. Ich glaube, es war hier auch ein Werfen die sich die Patienten? Fang! Fang! Hier, nimm! Ich will nicht, der stinkt. Der muss lüften. Der vom Franz. Der Christoph 13 im Anflug auf das Klinikum Peine von Status 8 kommen. Verstanden, für Sie Status 8 nicht der Ende. Christoph 4, was machen Sie da? 44, aber Kopf hoch, du bist Christoph 4. Stimmt ja. Wie alt bist du? Null. Also die landen ineinander. Und die funken alle gar nicht, wenn sie landen. Ist so, die landen ineinander. Leuchtstelle Göttingen für Hallo. Christoph 44, kommen. Leuchtstelle Göttingen, ja, kommen. Wir sind am Klinikum gelandet. Für uns Status 8, kommen. Ich verstand für dich, Status 8, Leuchtstelle Ende. Christoph 4, was machst du da? Du landest in Niklas und in mir. Geh weg da. Hä? Du hast dich genau in die Mitte von unseren Rotoren gestellt. Das wird ein Multiporno. Also bei mir ist es ganz, ganz eng. Ja, bei mir ist es auch zwar keine 30 Meter Platz, aber. Ja, warum machst du das denn noch? Hier ist eine große Wiese. Florian Wolfenbüttel von Christoph 30 kommen. Florian Wolfenbüttel, willkommen. Der Christoph 30 im Landeanflug aufs Klinikum Peine kommen. Verstanden. Für sich das 8. Komm, weil ich dir auf den Dreck kaufen. Geben Sie bitte eine Terrorwarnung raus, der Julian landet. Al-Qaida! Ey, wer landet jetzt an einem Alter, Niklas? Ja, du bist im Finn gelandet jetzt gerade. Oh, ich wollte doch nur nicht umsetzen, dann sehe ich, dass Finn gerade landet. Das ist echt nicht so beim Landen, oder? Wie sieht es aus, wenn ich auf den Dreck kaufe? Wir fehlen meine Landung, ey, dann gibt's. Wunderschön. Leitstelle, Sophie, kommen. Der Christoph ist so eben auf die Kampagne gelandet und hat den Status 8 genommen. Verstanden Sie nicht, Status 8 an der Stelle Ende. Ist das nicht etwas knapp, Niklas? Wer ist Christoph 8? Wer ist Christoph 8? Deine Mutter. Deine Mutter. Das ist wie Insekten hier, ne? Ja, es ist kalt. Jetzt versuchst du ja auch noch der Kack-Pirol da reinzusetzen. Was hast du gesagt? Hey, du Kollegen. Ja? Du Kollegen. Willst, dass ich in dich reinfliege? Ey, du bist Kollege. Ich hab ne Knarre. Ich hab keine. Kann dir ein Rotor schießen. Junge, pass auf. Wo ist denn für mich noch Platz? Alter, Robin. Oh, Robin. Wer ist denn eigentlich auf die Idee gekommen, hier jetzt. Alle, ne? Außer ich. BM. Wow, Alter. Also ich lasse den Patienten erstmal nicht raus. Der ADAC schattet sich von den BMI ab. Ja, guck mal. Der andere BMI steht im DRF. Hier steht er jetzt bei mir voll, völlig normal am Boden, ne? Komisch. Robin macht hier eine Achterbahn. Da kommt die B-Pol. Und die tanzt. Weißt du, wo ich mich hinstelle? Ich stelle mich neben den Bus. Da hinten. Da kommt auch jemand an. Das ist der Santi. Sollen sie mal ein bisschen laufen?
Ja, der Patient kann ja auch ruhig laufen. Ja, vor allem mit dem Inhalationstraum oder ich lande direkt hier auf dem Gehweg. Santi, pass auf, hinter dir kommt Christoph 8 an. Wir sind 28. Santi, ja. Santi. So ein Kamikaze-Flieger. Okay, der fliegt mir jetzt rein. Ah, das ist Schwebeflug. Kommen alle, alle ADAX hier hin. Alle BMI, extra, alle BMI machen Dreieck. ADAC macht ein ADAC. Was ist ein ADAC? ADAC ist ADAC. ADAC. Ist das noch nicht, dass ich ADAC sag? Nee, der F ist allein. Bundespolizei. Ist mir geometrisch nicht bekannt, ADAC. ADAC ist gut für mich. Dreieck würde ja funktionieren. Oha, wer tanzt denn da oben rum? Robin. Da oben. Robin macht man D-Pol alleine. Cut's ab. Außenseiter muss ich. Oh, 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 nein. Robin. Das nenne ich doch mal Jojo-Effekt. Ja. Oh Mann, wie weit darf ich das Haus fliegen? Oder stand ich direkt vor der Notaufnahme? Ich darf nicht weit. Ich muss nie weit. Also, in echt wären die Rotorblätter von uns jetzt Schrott. Nehme ich jetzt neben Fuß. Fertig. Naja, ich will ja nichts sagen, aber ich darf 66,2 nautische Meilen fliegen. Bin mal kurz weg. Mach nur. Bin ich die letzten zwei Tage hartes gewöhnt. Ja, aber mit einer Maschine. Kann Frederik da hinten wirklich? Das soll ich mal probieren, auf dem Bus zu landen. Beim Helikopter funktioniert's ja. Hier nicht, hier gehst du Komm durch. Komm doch einfach zu uns, so pack neben mir noch, da ist ein bisschen Platz. Ah, wir will neben dir dann. Pass nett. noch ein Stück kaputt. Oh, die B-Pol kommt auch so an. Robin? Hm? Komm mal, versuch mal zwischen uns zu kommen, also zwischen die beiden BMI-Maschinen und dann ADAC. Zwischen BMI und ADAC. Na, hat jemand meine 180 Grad Drehung gesehen? Ja. Ja, nur das Abbremsen war sehr hart, habe ich das gesagt. Was? Das sah bei mir nur hart aus. Keine Ahnung. Mit Patient drin, ne? Will man mal sagen. Ui, Robin. Es geht zurück. Ich muss alles auskotzen. Ach so. Schnellreinigung. Neu anfühlen. Wer ist denn hier der Christoph 8? Der Frederik. Achso. Das hat mir gar keiner gesagt. Doch, haben wir. Nein. Ah, sieht das schön aus. 3 BMW. BMI. BMW. BMW. Genau. 3 BMI, 3 ADAC und eine DRF. Irgendwie hat es einen besonderen Namen. Ja, ja. Eine Bundespolizei, die jetzt nicht runter will. Hindert ist. Ja, aber runter soll fürs Foto. Ja. Was? Das Foto. Untersäuft? Untersäuft, genau. Wird jetzt das Let's Play beendet? Gleich. Nee, wir fliegen jetzt zum neuen ein. Wir fliegen nach Hallhildes ein. Genau. Genau. Ich auch mal die Aufnahme. Ja, lass das doch machen. Nein. Nein. Erzähl nicht, was bei mir ist. Wir müssen nicht nochmal das Hildesheim. Was willst du jetzt beim Hilde? Noch ein Verkehrsunfall dann gleich, ne? Ja. Ich würde gleich am liebsten nochmal mit Niklas in Kassel. Ey, wir können doch jetzt so halt mit dem Einsatz dann jetzt gleich weiterfliegen. Danach? So wie gestern Abend. Dann werde ich aber für die Aufnahme. Ja, voll erfahren. Werden aber dann als Einsatzflug dann wir alle dann auch dahin. Können wir eine Weile vor. Machen, oder? Leon nimmt jetzt auch hier. Ich wollte ein Foto machen und dann kommt Leon da oben. Oh wow. Gott. Was war das? Robin hat hart aufgesetzt und Santi ist ein Stück nach oben gerutscht. Was? Ich war gar nicht. Das sah so voll geil aus. Robin so ein bisschen aufgesetzt und dann nach einer halben Sekunde oder so ist Santi so ein bisschen nach hoch gegangen. Was geht da nicht? Ich will noch eine Aufnahme machen. Keine ein Bild. Du hast keine Aufnahme, du hast keine Erlaubnis und Duldungserklärung von uns bekommen. Soll ich Licht aus oder anlassen? Licht aus. In Wirklichkeit bin ich von der NSA. Ich kann weiß alles. Was von der NSA?
Dies. Ja, was ist der denn? Wie ist denn das Krankenhaus hier gestrichen? Das ist. Bei Flugbetrieb Stopp Lebensgefahr. Ach was, ich werde direkt in den Rotor gelaufen. Okay, wenn insgesamt, warte, 1, 2, 3, 4, 5, 8 Hubschrauber dahin kommen. Man muss schon zählen. Und ich war mir gerade nicht mehr ganz sicher, bevor ich mistet. Guck mal, wir haben vier Bundes. Wir haben vier Beamte. Wir haben vier Beamte als Piloten und vier Zivilisten. Ja. Wer weiß, vielleicht sind es ja Bundeswehrleute. Ja, klar. Die DRF ist ein Fuß unter uns allen. Ja. Aber schon ein in der Optik. Immer zum Optiker. Wir sind alle bei 240. 239. Ach ja, stimmt, 239 ist DRF. Ja, 42, aber die. Aber der 28 ist auch 39, oder? Und der Aladak. Aladak nee. Außer 30. Außer Julian, genau. Bin ist. Oh. 40. Und der Frederik will noch die Rotoren ausmachen, oder nicht? Und die Lichter. Bin, ich hab's getan. Ja, du schon, du bist ja auch vorbildlich. Und wer hat noch Antikoll? Nein, ich hab was anderes getan. So. Das hat Niklas und dir verschreiben. Ah. Ach ja, muss ich ja auch noch. Ach, Finn, warte, ich schreib dir mal kurz. Ja, ich hab's noch nicht geschrieben. Ich muss mal als Hubschrauber. Ich muss als Hubschrauber. Nee, nicht als Hubschrauber. Ich schreibe dann geflogen. Als Hubschrauber rein? Nein, aber du musst auch noch von oben machen, weil ich hab ihn nicht geflogen. In TS also, hab ich. Wenn ich dich nicht auf dem Bild hab, kannst du hier rein. Ich hab jetzt auch mal zwei Fotos gemacht. Weil ich die entspannende Musik her. Ja. Ich hab gar kein Foto gemacht. Ben hast Nachricht, ne? Ja, ja, ja. Hm? Von mir auch die eine in Post. TS. Ich hab auch Fazitbook gemacht. Ich auf dann, TS. Dann ist es für die Ewigkeit. Wer lässt den Notarzt links aussteigen? So, ein bisschen oh, ja. Der echt ja. Nicht. Ich hab auch beide Türen hinten auf. Ich nicht. Okay, wenn Niklas das nicht hat. So, darf ich beenden? Ja. Tschüss. Bis und frohe Weihnachten. Tschüss. Ja, von tschüss. Frohe Weihnachten. Leitstelle Ende. Und natürlich auch einen guten Rutsch. Guten Rutsch ins neue Jahr. Wünsche dir alle beide Backe. Frohe Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr. Ciao. Mit Ihnen die FSX Rettungsdienst-Power. Bitte besuchen Sie uns nächstes Jahr wieder. Atemlos! Oder auch nicht. Wieder da! Der kommt wieder und wir sagen, wir sind gerade beendet.